Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Damen und Herren, meine lieben Freunde, das Internet, euer Duke ist wieder live. Ein leckeres Tässchen Earl Grey mit Milch. Im N7 Shirt. Im N7 Hoodie. Sieht man's? Im N7 Hoodie Star Wars. Spiel. Das ist so die Ultimate Combo. Und weit. Also herzlich willkommen und weiter geht's mit meinem Let's Play. Wir sind wie immer gleichzeitig live auf Twitch, YouTube und Facebook Gaming, weil ich das mit TikTok einfach irgendwie nicht hinbekomme. Tipps oder Anleitungen vielleicht einmal in die Kommentare. Gönnt mir einfach mal Infos und Support. Und dann geht's jetzt weiter. Gut, sind jetzt hier, da drüben stehen diese Typen rum und wir sind immer noch auf diesen, genau, Mondbasis. Und ja, der Spaß geht nun weiter. Der Typ, weil ich würde jetzt mit dem Typen jetzt halt fighten, da gibt mir auf den Senkel, denn der ist dann halt schon zum Anfang vom Spiel besiegt. Was passiert nun hier? Was ist das? Hüpf, Dinger. Irgendwie kann ich die Dinger noch nicht. Kann ich. Ah, muss ich doch erst den Skill lernen? Ah. I'm dying. I'm deaf. Ja, was? Die Audio besser. Ich habe ganz vergessen, dass ich die Spielaudio auch runtergedreht habe. Was nicht nötig ist. Wie ihr merkt, da die Audio ein wenig neu abgemischt. Mein Mikrofon habe ich besser neu justiert. Mit Hilfe einer ein paar Aufnahmen und ein paar Kompensatoren. Und das Gameplay habe ich ein wenig leiser gedreht. Ich hoffe, es ist nicht zu leise dieses Mal. Müsste man mal rausfinden, aber es würde gehen. Man hört Aufschläge, man hört was. Untertitel sind ebenfalls vorhanden, also warum nicht? Ich werde jetzt gerade aus der Situation nicht so schlau. Ich habe gedacht, hier ist ein Glas drin, aber gut. Oh. Jetzt ist es vorbei. Ja, komm, geht langsam. Mehr. So, so läuft der Hase, Leute. So geht das hier. So macht er. So, da geht's richtig ab. Fein. Gut, ich hoffe, dass meine Abstimmung von der Audio jetzt passt. So, kann ich hier durch? Aha. Oh, gibt es einen Trick oder was? So, und dann nochmal hier jetzt da. Aha. Hm.
Das muss ich ja zeigen. Oh. Geht das nicht so ganz aus? Ich glaube, das war jetzt nichts. Ja, das war nichts. Ah, gut, weiß ich, was ich machen muss. Ich hoffe, das geht so. Das hättest du wohl gerne, Junge. All diese Geräte auf Kauf. Nice. Wurden sie hier hergestellt? Mal gucken, was wir hier haben. Eine Echo-Wahrnehmung. Ich sage immer, ein Echo der Macht dazu. Das Eindämmungssystem hat versagt. Entdeckung. Entdeckung, Entdeckung. Ah, so. Ui, jetzt hier aus gerade noch. Gerade so. Ich hoffe, dass das so passt jetzt mit der Ausgabe auch. So, ich schaue nur mal um, weil ich genau darum. Oh, hi. Campo, ja, Campo. Oh, da ging weiter. Ja, Junge. Go away. Go out of my way. Immer diese Gegner. Ist erfolgreich. Dagon Gara glaubt fest daran. Dann spürt er etwas, das ich nicht spüre. Möglicherweise. Fußspuren? Meine Katze schläft. Gut, da haben wir das hier, da können wir hier weiter. Meinst du, das Gerät, das wir in den Felsnadeln gefunden haben, hilft uns hier? Du kriegst das hin, oder BD? Wie gehen schnell so? Geil, dass ich den Gegenstand schon die ganze Zeit benutze. Ja, halt, Moment mal, halt, stopp. Bohnen lang, ja. Jetzt ist da oben auch frei. Gut, dann gucken wir noch mal hoch. Guck mal dann noch mal rauf. Da draußen gibt es jetzt nicht so eine Situation, aber hier kann ich noch mal das schauen. Aber warum kann ich das jetzt machen, wenn es hier nichts gibt? Ah. Ja, verstehe. Ah, Loot. Nice. Dann hack mal bitte, hack mal. So, so ein Droidikating bekomme ich mal nicht. K
Truhe mit Stuff drin, aber gut. Ich kann BD quasi Druidika hacken. Gut. Wenn ich das richtig verstanden habe, die Fähigkeit. Wenn nicht, ist mir auch egal. Nein, das ist nicht schädlich. Wie praktisch, dass überall sich andere Ankerpunkte für deine... Kontrolldings. Einmal scannen, lieber Biddy. Einmal scannen, bitte. Dankeschön. So, ich habe es mit der Audio auch so funktioniert, wie ich jetzt eingestellt habe. Also, weil sich die Audio-Mischung eben jetzt ein paar Mal verändert hat, ich musste einfach ein paar Sachen einjustieren. In Erinnerung quasi. Dagon, was habt ihr getan? Was ich tun musste. Stopp. Wollt ihr nicht, was ich will? Warum sonst habt ihr den Rat getauscht? Ich hab gesagt. Ihr habt euren Weg verloren. Naja, es geht. Und gemeinsam werden wir eine Lösung finden. Kommt mit mir. Shine the Dark Side, we have cookies. So viel Verzweiflung, Centauri. Dallor. Ihr fühlt, wie es euch entgleitet. Meine Verzweiflung gilt euch. Oh. Durch Dallor habt ihr euch verändert. This love. Das gleiche gilt für euch. Geht mir aus dem Weg. Nein. Dann muss ich allein gehen. Geht doch nichts, weil man Fine Earl Grey was macht. Oh. Centauri. Why? Ein Sanitätsdruide, schnell! Und bereitet einen Bagdad-Tank vor. Was hat der Typ vor, Kopf? Dass er die Hand abpackt muss. Hast du gefunden? Ja, würde mir sein interessieren. Technologie der Hohen Republik. Funktioniert mit meinem Greifhaken. Das könnte uns helfen, am Turm hochzuklettern. Kombinieren was mit dem Greifhaken. Sie hat Dagon besiegt, aber nicht ausgeliefert. Warum? Verstehe es aber nicht, warum ich da jetzt da. Naja, verstehe. Um jetzt hier Technologie, der von der High Republic Era krieg. Ah, da komme ich gar nicht mehr hoch. Oh, muss ich anders gehen. Und das ist nur ein Greifhaken. Wow. I'm not amused. Na gut. Probieren wir es mal aus. Oho, nice. Okay, die Dinger sind funny. Es funktioniert. Auf zu Ravis. Oh. And again. Nein. And again. Hui. Halt eine auf. Also. Ah, so kann ich das Feindustin. Ich hätte mal lesen sollen, was das Link steht bei der Anzeige. Da rechts über mir. Das ist der. Das hätte ich lesen sollen. Da wäre ich nicht zweimal abgestürzt. Naja. Who cares? Voilà. Wollte ich jetzt noch nicht. Oh. Das wollte ich so jetzt nicht. Sound, oder? Ja.
oben ist eine Kiste, die hätte ich gerne. So, da war er jetzt schon. Mein Gott. Da drüben. Machen die Strahlen dort, machen mich die kaputt. Ich glaube, die machen mich kaputt. Einmal, was soll ich denn jetzt übersehen? Ah, ich glaube andersrum. So. Ah, ich habe schon gesehen. Schon kapiert. Haha. Hab's natürlich nicht gleich gesehen. Na gut, auch nicht so verkehrt. Ah. Das war blöd. Oh, ja. I need this. I want the loot. So, mal schauen, was wir bekommen. Wahrscheinlich irgendeine wieder Ausrüstung für BD oder irgend sowas. Ah, ein Gehäuse für den Blaster. I like it. I like my Blaster. Hm. Boah. Nice. It's, I think it's work. Ich glaube, es funktioniert, würde ich mal sagen. So. Jetzt müssen wir mal meinen Smoothie-Stream hier kontrollieren. So, let's go. Wieder schauen. So. Ja. Oh, look, another Kisten. Das können wir nicht hacken. Ah. Ich gehe hier, ich komme von die Kiste alleine hier definitiv nicht wieder zurück. Das könnt ihr euch sagen. Sag ich schon mal, Leute. Was tue ich denn? Ich spiele hier wieder was zusammen, Alter. Meine Fresse. So. Iha. Hop. Finde ich ziemlich nice. Gut, ich mag das. Das ist sehr easy und gemütlich zu machen. Finde ich cool. Und hier ist der Typ drin, oder? Im Kontroll. Ah, okay, Bossfight. Okay, machen wir den Typ fertig. Komm, Junge. Wieso habt ihr die Anlage aktiviert? Es ist viele Jahre her, seit ich zuletzt einen Jedi tötete. Wieso habt ihr die Anlage... Hab dich verstanden. Vor langer Zeit besiegte mich Dagon im Kampf. Er erwarb meine Treue. Wir kämpften Seite an Seite, bis die Jedi ihn verraten haben. Es bedurfte viele deines Ordens, um mich zu besiegen. Steig mal auf Bier. Und dennoch entehrten sie mich. Okay. Sie verweigerten mir den Kriegertod. Über Jahrhunderte ließen sie mich in einem Käfig verrotten. Und so... scheinen unsere Schicksale verwoben zu sein. Der Verfall deines Ordens ermöglichte mir die Flucht. Hm. Und doch hat sich nichts geändert. Du bist nach wie vor Dagons Diener. Zeit schmälert keinesfalls meine Loyalität. Ohne einen Kodex dienst du nur dir selbst. Hm. Wo ist der Kompass, Ravis?
Ich schulde dir gar nichts! Edi! Das ist einmal Jedi. Wenn du Wissen von mir willst, wirst du dafür kämpfen müssen. It's okay, let's do this shit. Also gut. Oh, boah! Du bist ein Krieger. Ah, das hat funktioniert. Ja, ist das nicht so. Aber gut, dass ich mit dem Blaster mit der Katze den Schwertstil auch habe. Und für jeden K-Blaster einen Schwertstil gibt. Nice. Darauf habe ich gewartet. Ah, seit 200 Jahren. Dann will ich dich nicht enttäuschen. No. Okay, den Nackeldude. Die Verbrennung durch eine Klinge ist stärker als jeder Blaster. Genug. Junge, komm her. Ich ergebe mich. Ja, ja. Ihr habt euch bewährt. Wo ist der Kompass? Santari Crees Observatorium, wie Deggan vermutet hatte. Ich habe den Weg frei gemacht. Er ist schon unterwegs. Ich habe euch besiegt. Kämpft mit mir. Gemeinsam können wir Deggan die Stirn bieten. Nein, werde ich nicht, Jedi. Nach all den Jahrhunderten träume ich noch immer von Tennelor. Ich hatte gehofft, es wiederzusehen, aber das wird nicht passieren. Ravis. Deggan Gera steht euch im Weg. Ihr müsst das nicht tun. Nur einer von euch wird Tennelor erreichen. Jedi, gewährt mir meinen Kriegertod. Mein Gott, Kriegertod sterben, denkst du? Jetzt mach schon. Nice. Oh, hello. Got you. So, weil ich jetzt einen Mikrofonfehler hatte, sorry. Ich glaube, mein Mikrofon hat gerade nicht gescheitert. Upsi. Wenn das so ist, tut mir leid. Aber ja, damit müssen wir jetzt leben. Genießt das Gameplay. Kannst du mich hören? Ich weiß nicht, was du getan hast, aber diese Warnschattruinen haben es ziemlich eilig zu verschwinden. Der Landeplatz ist frei. Ich lande die Mantis jetzt. Verstanden. Wir warten auf dich, Anna. Ich hoffe, dass er mich wartet. Hallo? Oh, jeha. So, und nice. Oh, geil.
Dagon hat sich vom Jedi-Kodex abgewandt. Verzehrt von seiner Besessenheit mit Tenalor. Worin unterscheidet sich das von dem, was wir tun? Mach dir keine Sorgen. Danke für deine Hilfe. Ui. Voll geil. Okay, das ist voll nice. Gibt's quasi auf Tenalor wieder ein paar Möglichkeiten, auf dem Planeten wieder ein paar Möglichkeiten, was zu machen, aber... Ist mir jetzt aber auch ehrlich verblunzen. Wir gehen jetzt hoffentlich endlich mal wieder zu einem neuen Planeten. Zu einem anderen Planeten. Ich habe da echt so wirklich Bock nochmal wieder zurück zum anderen, diesen Open World Planeten, diesen Hub-Planeten zu gehen. Der Weg ist durch die Anlage. Von einem Blaster, hol dir ein Trostpflaster, komm zu Pylon Salon, jetzt auf dem Tisch. Hast du wieder das Mikrofon ausgeschaltet? Sorry Leute, ich musste mit dem Mikrofon etwas besser ins Auge behalten. Es funktioniert nicht beim ersten Mal drücken, sorry. Ravis ist tot. Das erklärt es. Okay, lass mich raten. Zurück nach Kobo? Ja, ich denke schon. Na, jetzt wieder Kobo. Hey, Jetpack. Kannst du mir hier mal helfen? Ja. So, mich wundert, dass ich heute überhaupt pünktlich um 2 Uhr sehr pünktlich starten konnte. Meine Tochter konnte heute nicht schlafen. Wir haben heute bis 9:30 gebraucht. Sie konnte nicht allein schlafen und muss ich mit ihr liegen im Bett? Ist jetzt ein Jahr alt? Nicht jetzt. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Okay. Diese ganze Sache mit der Hohen Republik hat mich ins Grübeln gebracht. Worüber? Vor all den Jahren hatten die Leute genau dieselben Sorgen wie wir. Angst vor der Zukunft. Das Bedürfnis, die eigene Familie zu beschützen. Die Zeiten ändern sich. Die Leute nicht. Das ist guter Spruch. Genau so ist es. Erlaubte Spruch. So, eben nochmal anquacken und dann schauen wir den Blaster-Ding an. Irgendetwas an diesem Ort gefällt mir nicht. So wie deine Angst vor Datumir? Moment, das war was anderes. Wir wussten, dass dieser Planet voller böser Überraschungen war. Aber dieser Mond... Mir macht das Unbekannte Angst, verstehst du? Alles ächzt und ist verlassen. Es ist zu ruhig. Ruhig ist völlig in Ordnung. Entspann dich einfach, Chris. Hey, mit dem Hexenplaneten hatte ich recht. Hm? Er war böse bis zum Kern. Es gab dort Zombies, Kerl. Vergiss das nicht. Vielleicht solltest du häufiger auf meine Space Zombies. Datumir war cool. Ich hoffe, dass wir wieder noch Datumir kommen in dem Spiel. I like Datumir. Die Heimat von Darth Maul, die Heimat der Hexen, der Macht Hexen, der Macht Magie. Was hältst du davon? Neuer Machthexerei. Das ist ein geiler Datum, ist cool. So, für einen Blaster haben wir was gefunden, oder? Was haben wir denn da? Hier haben wir was Neues. Haben wir den neuen. Ach, das ist der neue, oder was? Der 13.
Das ist der neue. Den haben wir. Nehmen wir einen neuen. Der sieht gut aus. Das ist schon schick. So, nice. Man liked das Blaster. Ich mag, dass es diese Lichtschwer-Blaster-Kombination hast. Man sieht Gameplay-technisch. Darum bin ich wegen dem Spiel hier, bin ich so gespannt, wie, ob, wenn das Remake von Code oder von Knights of the Republic jemals kommt, bin ich vom Gameplay her sehr gespannt. Weil Sony wird bestimmt nichts Schlechteres erlauben, als wenn Sony exklusiv. Das heißt, Sony wird nichts Schlechteres erlauben wie das. Und ein Rollenspiel wie damals mit was Neuem zu kombinieren. Ich hoffe, dass es hier Lichtschwer-Blaster-Kombo gibt. Ich würde gerne, wenn ich so diesen Revolver Jedi machen. Eine Kombination aus Revolver, Space Revolver Held und Jedi. Würde ich echt gerne hinbekommen. Das wäre cool. So, wir müssen jetzt. Was ist das da? Cheddar. So, wir müssen wieder. Ja, gut, hier hin. Gut. Wieder mal zurück zum. Gut. Wollte ohnehin mal Monk auf die Finger schauen. Nee. Hauptquest könnte mich mal woanders hinbringen. Also immer nur zwischen die zwei Planeten hin und zwischen dem Mond und dem Planeten hin und her zu hüpfen, geht mir auch wenig auf den Senkel. Klar, kann man als flüchtiger Jedi in der Zeit des Imperiums nicht so richtig umherwuseln, aber ja. Jetzt aber, oder? Ich brauche einen Moment. Energie mit dem Holotisch. Okay, was ist jetzt los? Warum mit dem Holotisch hintergehen? Du grübelst. Schon wieder. Kannst du meine Gedanken lesen? Das ist kein Jedi-Trick. Ich bin nur aufmerksam. Diesen Gedanken eher massiv dafür, ne? Auf dem zerstörten Mond sah ich, wie Dagon Santari konfrontierte. Er war so sehr von Tenalor eingenommen, dass er völlig seinen Weg verlor. Yes, hat er. Erinnert mich an meinen Kampf gegen das Imperium in den letzten Jahren. So verließ er deinen Weg beim Kampf gegen Imperium. Ich möchte einfach nicht wie er enden. Du bist ziemlich stur. Doch es ist nicht Ehrgeiz, der dich antreibt. Ich verstehe nicht, warum sie seine Veränderung erst erkannte, als es zu spät war. Ja. Jetzt macht sich Gedanken, junge Kerl, Carstus. Sie träumten gemeinsam. Sie litten gemeinsam. Man erwacht nicht so einfach aus einem gemeinsamen Traum. Treibt dich das um? Dich selbst zu verlieren? Könnte ja passieren. Ein wenig. Habe ich einen YouTube-Abonnenten mehr? Aber es war vorm Stream. Solltest du je vom Weg abkommen? Okay. Ich glaube, ich habe einen YouTube-Abonnenten mehr. Also danke vielmals fürs Abo. Führen wir dich zurück. Nice. Haben gehabt, da kommen wir was. Ah nein, wir fliegen zum anderen Planeten, da ist cooler. Genau wie wieder on this planet. Okay. So, muss ich hin? Wie komme ich da jetzt rüber? Da hinten vielleicht, ne? Wollen wir shoppen gehen? Naja, vielleicht gibt es hinten beim Handel was Neues. Ah, ist der Vogel schon wieder, dieser riesige. Langweilig.
Achso, genau, die haben einfach was anderes aktiviert. Wollen wir in die Bar gehen? Eigentlich interessiert es mich nicht. Ich glaube, ich muss hinten weiterlaufen. Wie kann ich dir helfen? Wahnsinn, du bist ein Haustier. Okay. Qualitätsware zu 100% garantiert. Was Neues? Nee, gell? Ja, alles gleich geblieben. Schau bald wieder rein. Dann passt schon. Wieder schauen. Okay, jetzt nicht in den. Hm. Ich hatte wieder einen Albtraum über die Höhlen. Dort, wo der alte Fonki reich geworden ist. Die Leute sagen, die Höhle ist verflucht. Natürlich sagen die Leute so einiges. Verflucht oder nicht, dort tummeln sich die Raiders. Und die haben nie was Gutes vor. Ja, das kann ich bestätigen. Mich wundert ja, dass die Raiders jetzt noch weitermachen, wenn ich ihren Boss gekillt habe. Oder? In der Logik her, würde ich mal sagen. Aber ja. Gut. Ah, was ist denn da oben? Ich laufe das erste Mal entlang. Das hat mich vielleicht mal nicht interessiert. Jetzt, wo ich in die Richtung gehen muss, interessiert mich halt. So, Flugvieh. Oho. Gehen wir mal kurz darüber. Aus reiner Neugier. Könnte von größeren Quake-Drache sein, aber gut, Quake-Drachen gibt es hier auf dem Planeten doch eigentlich gar nicht, oder? Ich hoffe mal, dass es nicht auszahlt jetzt, sondern dass ich jetzt hier irgendwas finde, oder? Aber es hört gar nicht so aus. Nee. Ja. Ein Echo. Die patrouillieren wieder Sturmgruppen. Okay, das waren Sturmgruppen. Okay, das war komplett für nichts, hier raufzugehen, nur damit ich dieses tote Vieh sehen kann, oder? Was? Die Truhe und da unten mir ist ein Gegner, oder was? Aber das Vieh ja Mama. Ja, Mama. Und ich kann es noch nicht hacken. Ah, doch kann ich. Was ausgezahlt? Jäger. Mhm. Ist ja so toll. Okay. Es gibt ja viel zum Erkunden, aber ich weiß nicht, ob mir das jetzt so richtig gefällt. Das Echo hier nehmen wir noch mit. Ja, wir fliegen gleich. Das Echo nehme ich noch mit. Kein schlechter Sound, das muss ich samplen. Aber es fehlt was. Das ist es. So. Whoa. Gut, wieder da lang. Problem, ich weiß nicht, welchen Weg ich gehen muss. Ich muss jetzt aber in das richtige Koffer, muss ich darauf. Darauf muss ich. Ich glaube, dass das hier der Weg auch sein wird. Ich will trotzdem mal kurz da oben raufschauen. Ich würde mir gerne mal ansehen, was da oben gibt. Weil ich auch noch was bekommen, um das wegzuflasern. Irgendeine Fähigkeit. Eine Waffe oder sowas. So.
Ah, so eine Art Tempel. Und gehe ich wieder. Das letzte Mal hat mir das eher mal genervt. Was Neues fürs Gewehr, nice. Gut, aber wir gehen also noch mal rauf. Das machen wir jetzt gleich. Das will ich noch sehen und dann schauen wir, dass wir den Weg weitermachen. Wie schnell ich wieder von diesem Planeten wegkomme, desto glücklicher bin ich. Je weniger muss ich mich ärgern. Noch ein Echo. Ich sind immer Echo aus der Macht, obwohl es Echo Wahrnehmung wahrnehmen heißt. Was sind Echo aus der Macht für mich? Warum sollte ich herkommen? Ich mag dich nicht und du magst mich nicht. Das stimmt, aber du nervst mich deutlich weniger als die anderen in diesem hoffnungslosen Ort. Und ich glaube, du siehst das genauso. Was willst du damit sagen? Raus damit! Okay. Raus. Ich will sagen, das hier ist ein astreines Date. Und wenn dir das nicht gefällt, Pech gehabt. Okay. Gut, interessante Form, ein Date zu führen. Ich muss sagen, als ich Ratchet & Clank gespielt habe und fällt mir schon auf, wie viel grafisch das schon bombastischer war als dieses Spiel hier. Wo das ja auch gut aussieht, nur ich weiß nicht, das wäre mit Raytracing, das ist halt, also wir spielen hier gerade mit Raytracing-Effekten offiziell. Ist aber auch nur ja, wir haben ein paar Raytracing-Effekte, aber naja, weißt du ja, ungefähr. Kommst du mir vor. Lass uns die Datendisk zu See bringen. Okay. So, machen wir den Weg hier weiter. Hier wollte ich lang, gell? Hier. Schauen, ob es hier noch was gibt, herumzuholen. Da ist Bab-Dings. Okay. Auf die Map kurz schauen, ja, ich muss da hier weiter, das links da. Da links, das darauf, der Weg, der da drüben ist, da ist es. Ah, ich habe im Dach bereits eine Kiste geöffnet, gut. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber offensichtlich war ich da schon. So, let's go. Okay. Okay. Okay, da komme ich von drüben rüber, weil ich einen Shortcut. Muss ich quasi einen Shortcut freischalten, ne? So ein Reitvieh und. Ich weiß, ich weiß. Komm schon, das wird schon. Hallo. Alles okay? Die Tiere hier werden nervös, wenn irgendwas nicht stimmt. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe gelernt, ihnen zu vertrauen. Geht ja, schon. Auf den Berg? So sieht's aus. Keine Maybe. Ahnung, ob das verrückt oder mutig ist, aber passt dort oben auf euch auf, ja? Mach ich. Ja, darauf muss ich jetzt. Gekommen. Ich bin froh, dass kein richtiges Waschechtes Dark Souls ist. Da wäre ich so oft schon frustriert ausgestiegen, glaube ich. Was ist das jetzt? Ach, wie heißt du, Junge? Für einen guten Call muss ich deinen Namen wissen. Ich bin Kerl. Das ist BD1. Meine kleine alte Mama hat mich Scuba Steph genannt. Ich bin Scuba der Fischtank. Oh, ich hab das Gesicht so aus. Balloon Saloon gibt's einen Fischtank, der etwas Aufmerksamkeit vertragen könnte. Balloon Saloon? Dieses Wasserloch voller Landratten unten im Tal? Gut, gut. Vergiss meine Frage. Na gut, überredet. Ich mach's. Wir treffen uns im Saloon und ich sehe mir diesen sogenannten Tank mal an. Du konntest dich also nicht fernhalten. Niemand vergisst die Meeresgischt, dem sie einmal den Gaumen vernebelt hat. Definitiv nicht. Du siehst aus wie ein Fischer, Junge. Und zu deinem Glück sitzen wir genau über dem Bau eines Seefischs. Ein Seefisch, ha? Stimmt, ein unmöglicher Fang. Kein Fischer mit klarem Verstand stellt einem so mühseligen Gegner nach. Kein Fischer, außer Scuba Steph. Okay.
Oh. Siehst du das, Junge? Das war ziemlich beeindruckend. Du hältst mich immer noch für einen Amateur? Nein, ich glaube dir. Dann habe ich keine Wahl und muss dir meine düsterste Geschichte erzählen. Oh, okay. Noch einen Moment, dann erzähle ich dir was über den alten Scoover's Death. Ja Gott, der Typ ist speziell. Gut, it's a special dude. Ah, Entschuldigung fürs Husten, Leute. So, gut, alter Scoober's Death. Gut, schauen wir uns weiter um. Kann ich damit irgendwie? Von hier funktioniert der Lift wohl nicht. So, gibt's da drin was? Nee. So, da leuchtet was. Hey, sieh dir das an. Ah, okay. Gut, das ging hier leicht. Dann muss ich wirklich nochmal zurück. Mal sehen, was da vor uns liegt, Kumpel. Eine dunkle Oh. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein nettes Tier war oder nicht, aber ich hab's getötet. Sturmtruppen. Ich muss meinen Geist frei machen. Ja, das war nur zum Speichern, Junge. Weiter geht's. Weiter geht der Spaß. Echo. Okay, Sturmtruppen. Das wird nicht einfach. Denk an die Belohnungen, Shanna. Komm schon. Okay. Okay. Da drüben ist noch was. Nimm mal mit. Nicht so weit weg. Nicht so weit weg vom Schuss, muss ich sagen. Da oben, ab jetzt gibt es wieder Sturmtruppen zu verkloppen. Auch nicht so verkehrt. Augen auf, Truppler. Ein Eindringling. Hehehe. Okay. Es gibt weiterhin höchste Alarmbereitschaft. Die Raiders sind wegen irgendetwas in Aufruhr. Dann haben sie also die Fähre runtergeholt. Das ist nicht bestätigt. Also sei vorsichtig, was du sagst. Aber es wäre möglich. Geht's dir gut, BD? Wo sind das mit dem Hacken? Ja, ich werde schon irgendwie drauf kommen. Geh, jetzt bin ich runtergefallen. Gut, der hat sich quasi selbst ausgeschalten. Gut, Hühner killen. Mann, das ist eine Ruhe, glaube ich. Ach, der. Nach was angelst du? Na, oh, der Schöne. Miefisch. Muss ein anstrengender Tag gewesen sein. Ei, ich war damals gerade mal so groß. Der kleine Scoover ist geradewegs ins Maul der Kreatur geschwommen. Okay. Aber ich war so zäh, dass sie mich kein bisschen verdaut hatte, bevor meine Freunde uns rausgefischt hatten. Klingt, als hätte es eher dich gefangen. Hm. Ei, erinnert mich an früher. Oh, bleib da, Junge. Dann erzähle ich eine Geschichte. Nee. Danke. Figuren sind nicht schlecht geschrieben. Ich mag die Figuren wirklich alle ein wenig, aber... Schau, eine Meditationskammer. Wollen wir? Ach, sowas wieder.
Nein. Würde ich jetzt nicht machen. Ich würde gerne mal weiterspielen hier. Was bekommt man Feines? Eine neue Hose. Bomber. Die Bomberhose. Okay. Bekommt noch eine Bomberjacke. Sorry. So. Sorry. Ich muss also den Berg hoch. Und die Quest weitergehen soll. Na, ja, gut. Roaming war was? Nee. Was? Boah! Ihr Drecksviecher, Alter. Das ist wie nervig die Natur auf diesem Planeten ist. Boom, Eier. Ein Nest voller Schauderpeden. Grease wird diese Geschichte lieben. Schauderbeten, okay. Die ist nicht mehr lange verschlossen. Wie kann man denn um den Schnur- und Unterlippenbart? Ein Schnörres. Er war bei dem Stil hier. So, nun weiter geht das Vergnügen. Weil es so viel Spaß macht, ne? Reiner, neues Outfit. Ah, alter Dive Fighter ist das. Unterwegs zu Sektor. Moment, was ist das? Sieht aus wie aus den Klon. Es greift an! Ah, da wird sich quasi auf quasi Rebellen. Auf Rebellen auf. Sorry. Weil sie quasi auf die. Diese Raiders gestraufen sein. Die haben ja Technologie, Oh! Oh. Na komm her nochmal, Junge. Oh! Hehehe. Das war's gut. Okay. Hier rum in Uhr. Hier rum sind wir da drin. Und kurz nochmal auf die Map schauen. So. Der Quest-Tipp ist da vorne. Das heißt, ich muss, glaube ich, wahrscheinlich hier irgendwo in die Richtung. Wir müssen eher mehr in die Richtung quasi. Nein, in die Richtung. Okay, dann wird das hier der richtige Weg sein. Ich würde mir das hier gerne anschauen. Ich glaube, das ist ein Shortcut. Schön ist das nicht. Oh. Ein Dreckskäfer. Lernt fliegen, Drecksviecher. Jetzt könnte das ja aber auch der richtige Weg sein. Ja.
Nervige Viecher. Noch ein Fertigkeitspunkt erhalten. Sehr gut. Hier wimmelt es von Imperialen. Ich muss einfach weiterklettern. Oh. Ah. Ich würde gerne. Oh Gott. Jungs, Viecher, lass mich doch zufrieden, ey. Immer wollen die Streit anfangen mit einem. Na komm. Oh. Ob es hier noch einen Shortcut gibt? Nee. So, nehmen wir weiter. Bin froh, dass ich manche Gegner oder die Gegner quasi umgehen konnte. Da bin ich wirklich sehr froh drüber. Das könnte ziemlich hässlich werden, BD. Das könnte hässlich werden. Hm, BD, you have heard. Ja, mein Gott, ich muss kurz ein Depp duplizieren. Was ist denn das? Dann mein Control Stream anscheinend vorhin mal beendet. Warum mein Control Stream bei mir selbst? Nee, ist das falsch? Hm, komisch. Bin gerade ein wenig mein YouTube. Ist aber egal. Die Sicht ist ziemlich schlecht. Da müssen wir durch. Was? Ah, schon zum Speichern. Das Sicht ist mir schlecht, so schlecht ist es aber auch nicht. Nur bin ich neblig. Muss ich denn noch rüber? Oh, gehen wir runter speichern. Hm. Na okay, ruh dich mal aus, mein Junge. So, geht das jetzt hier anständig oder spinnt das hier wieder? Nee, passt. Sorry. Ich habe einen Control Stream aktualisiert gehabt, der hat ein wenig gesponnen. Das ist der Lift. Die Plattform ist wohl nicht hier. Ja, wo ich sie denn nur. So, überlege ich mal, wie gehe ich denn jetzt da? Sieh, gerade ist es 10:30. Schauen wir uns mal noch nicht rum. Hm? Hm? Ist das eine imperiale Fähre? Ich habe keine Ahnung, warum sie bei diesen schlechten Bedingungen geflogen sind. Willst du nachsehen? Hm. Das ist ein Bonus-Ding. Schauen wir mal. Not so really in right now. Hm. Ja, doch ein Viech. Ja, ich kann ihn mit Blaster schießen, ist auch leichter. Hm. So, wir nicht umziehen. Das hier war früher sicherlich ein lebhafter Ort. Jetzt ist es eine Geisterstadt. Lass deine Sensoren laufen, BD. Ich traue diesem Ort nicht. Ah, da muss man auch sein. So. Könnte alles der richtige Weg sein. Schauen wir uns mal ein wenig um. Ich habe in diesem Spieler leider absolut null Anreiz, das wirklich. Oh. Null Anreiz, alles einfach bis ins Kleinste zu forschen.
geht's um 4 rum. Okay. War gerade untersuchen, Button gerade verpasst. Komm noch mal. Nö. Was denn hier? Ups. Da war nichts. Ah, war nur Loot jetzt. So. Hi. Wow. Dort das Viech. Gut. Bin jetzt herbekommen. Sehe ich da einfach eine Truhe? Oder sehe ich nur einen normalen Standard-Looter? Oh! Jede Menge Sicherheitsvorkehrungen, was? Wer wollte das wohl alles unter Verschluss halten? Unterlebenbart. Echt jetzt für einen Unterlebenbart war das? Hm. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe, ob ich irgendwie richtig bin oder nicht. Was gibt's hier? Hm? Der Lift ist nicht hier. Hm. Ah, komm. Da ein bisschen. Samen. Die könnten für den Garten nützlich sein, oder? Loot sammeln. Oh. Noch ein Klumpen. So. Dann nix wieder rein. Eigentlich jemand an der Decke, okay. Hm, bin ich ja mal gespannt. Ja, schöner Lauf. Wer immer auch schöner ist. Anscheinend müssen wir den Rest des Wegs klettern. Gehen wir jetzt richtig? Gehe ich gerade den richtigen Weg? Ich bilde es mir nicht ein, ich gehe gerade den richtigen Weg, hä? Ah, Verbindung mit da drüben. Ah, das sind Imperiale, das ist da drüben, das ist separat. Verstehe. Hm, oh nee, komm. Ah, was ich ja dabei zusammenspiele, ey. Nicht normal, ey. Bah. Da lang ist ein Weg, aber da lang geht es auch irgendwo hin. Hm. Uns kann nichts aufhalten, oder? Weiß ich nicht. Sollten wir mit dem Prospektieren anfangen, was, BD? So. Nee, echt? Bin ich so weit weg? Ich bin ein Noob, Alter. Kacknoob. So. Nebel, nichts als Nebel. Ich habe seit Wochen. Achtung! Du bringst mich nicht um. Das wird ein Doch. Kinder. Glaube ich nicht. So. Umgebung sichern. Ich will keine Übergriffe mehr. Ja, Sir. Wissen wir, was die Raiders aus dem Wrack gestohlen haben? Was sie auch gestohlen haben, du darfst es nicht wissen, ist das klar. Nur autorisiertes Personal. So, dann zieht das weg. Ja. Ja.
Good night. So. Ein ziemlich großer Trupp, nur um eine Fähre zu sichern. Hier gibt es sicher etwas zu finden. Dann schauen wir uns nochmal das Schiff von den Jungs an. Na, nicht jetzt. Alles Taktik vom Spiel. Und zur Seite, Kumpel. Okay, das ist jetzt cool. Das ist ehrlich gesagt ein cooler Dings. Das ist jetzt das einzige Mal im Spiel vorkommen schon. Auslöschungstruppler. Dann hat das wohl verdient. Was hast du? Ah, das willst du. Tu dich, Kumpel. Was war das? BD. Verschwinden wir! Nein! Brich zusammen. Oh gut, hat sich ausgezahlt. Eine Art elektrifizierbarer Pfeil? Vielleicht solltest du beim nächsten Mal einen Scan machen, bevor du das Feuer eröffnest. Aha, Sachen einschalten. Dann nächstes Mal, dass ich wieder weiterkomme. Komm ich da jetzt weiter? Warte mal, Quest ist da drüben. Shit. Oh. Du bist dran, BD1. So, funkt sich der Hase. Wow. Nein, das ist interessant. Prospektoren haben ihre Funde von dem Gipfel mit diesem Aufzug runtergebracht. Geil, nochmal vor einem Fail gemacht, okay. Der Feind befindet sich über uns. Muss hier, wo ist denn jetzt dieses? Muss hier irgendwas sein. Ah, ich weiß schon. Glaube ich halt. Gut. Aktivieren wir das denn auch? Dann sieht man wieder heutige Folge durch, glaube ich. So. Wow! Sicher. Ah, nice. Nein, du. Diesmal schnell. Weiß verstanden, ne? Dann will ich noch machen, Leute. Das will er mal noch machen. Halb wieder nehmen. Oh Gott, dieses Movement. Wow, diese Richtung, oh, okay. Oh. Nein.
So, gut, dann war es eine Ruhe. So. Ein zweiter Safe Point oder ein Shortcut wäre hier mal nicht schlecht. Ja, die Dinge mag ich nicht. Oh! Ah, komm! Okay, so funktioniert das. Im Kampf ist die Fähigkeit möglich. Okay, und nun? Also hier. Der geht um die Ecke wegen so einem depperten Gegner. Da oben ist was. Ja, da muss man jetzt hin nachher. Da haben wir noch einen mittleren Weg. So, ich würde gerne noch einen. Ich hoffe immer, dass auf der ganzen Runde hier noch deren Lung ein Speicherpunkt kommt. Hier Höhlen. In Höhlen sieht das Spiel wirklich gut aus. So. Also drum gibt es eine Kruste auch noch. Ja. Ah, gut. Ich hab so ein Dings, ne? Will ich schon gar nicht. Dann wieder hier rüber. Wow. Komm jetzt her. Ja, passt. So. Hier mal weitergehen könnte, wäre nicht schlecht. Aber langsam geht es auch mit der Machtbauer voran, ganz gut. Eigentlich hätte ich den Lift zu aktivieren, wahrscheinlich. Ah, jetzt ist der Kampf offiziell vorbei. Du weißt einfach, wo du suchen musst. Und ich kann jetzt nicht mit dem Lift interagieren, oder was? Ah, der fährt von selbst. Okay, cool. Wohin? Ah, genau, zum Cypherpunkt. Okay, passt, super. Dann machen wir es hier. Dann speichern wir hier jetzt. Und somit können wir offiziell sagen, so, meine Lieben, naja, mein Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, liebe Freunde aus dem Netz, wir haben es mal wieder. Wir haben wieder mal eine Folge im Kasten, also und eine Runde Shadow Survivor gespielt. Ja, es sieht gut aus. Mal schauen, wie schnell wir noch weiterkommen werden. Und ich habe 6 fertige Punkte, die werden wir das nächste Mal gemeinsam verteilen. Und ja, ich sage guten Abend, gut weit und ciao wieder und schön wieder und einen guten Nut, wenn ich euch die eingeschaltet haben beim Let's Play jetzt. Für die Leute, die live zuschauen auf meinen auf den 3 Plattformen, da geht es nahtlos weiter, Leute. Kein Stress, da läuft die Party weiter. Aber wer das Let's Play hier angesehen hat, der sieht jetzt nur das Play und das ist jetzt an dieser Stelle vorbei. Also, tschüss für die Let's Play-Gucker und für die Livestream-Leute, gleich geht's weiter. Hello there.